Let's start by refreshing memories. Lass uns damit anfangen, indem wir Erinnerungen auffrischen. In Erinnerung an eine Zeit, wo wir versucht haben, Rechengeräte zu bauen aus technischen Modulen, die mit definierten Funktionen und komplexe Operationen zu erschaffen. Und in Erinnerung an eine Zeit, wo wir nach selbstreplizierenden, nachhaltigen Systemen aus biologischen Bausteinen, um Leben zu verstehen, gesucht haben. Und in Erinnerung an Zeit, wo wir nach Optimierung unseres eigenen Lebens basiert auf Milliarden fremder Zellen, Bakterien in uns gesucht haben. Die Zeit ist jetzt. Und mit diesem ein warmes Willkommen an alle euch. Ich bin sehr aufgeregt, es ist mein erster Kongress. Es tut mir leid, ich bin krank, also habe ich euch ein paar Bakterien mitgebracht. Da bitte keinen Applaus für, da haben wir keine Zeit für. Ich bin Lorenz. Ich komme zu euch von dem Weizmann-Institut aus dem schönen Israel und freue mich, in Israel zu sein, in Leipzig zu sein. Und möchte über euch, mit euch über das Hacking im menschlichen Mikrobiom reden. Dazu gibt es vier wichtige Fragen. Was ist das menschliche Mikrobiom? Zweitens, nachdem ich ein paar allgemeine Konzepte darüber eingeführt haben werde, werde ich euch erzählen, wie wir studieren können, wie das menschliche Mikrobiom studiert werden kann. Welche Techniken kann man da benutzen und wieso sind die für uns alle relevant? In public media. Dann möchte ich die Frage beantworten, ob es dazu gerade einen Hype in den Medien gibt und ob der berechtigt ist. Und zuletzt möchte ich in den Kristallkugel gucken, was passiert in der Zukunft, was wird da als nächstes passieren. Und wieder, ist sehr relevant für uns alle. Lasst uns gleich in medias res, inmitten der Sachen gehen. Was ist das menschliche Mikrobiom? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich anfangen mit direkt geradliniger Mathematik, mit Zahlen, die ihr sicher alle kennt. Ja, ihr wisst schon, dass das 3 Milliarden sind. Was sind so 3 Milliarden? Was kommt da so in euren Kopf? Das ist nicht euer Einkommen, schade. Nein, das ist die Größe des menschlichen Genoms, die Länge der Sequenzen des genetischen Codes in einem Menschen. Diese Buchstaben, die ich euch hier gegeben habe, ein paar davon, definieren diese menschliche Person. Und ich habe es mit Absicht in blau gewählt, denn es ist eine Blaupause für diese menschliche Form. Ist das alles? Ist das alles, was uns definiert? Ist das alles, was uns Menschen macht? Oder gibt es da mehr? Naja, tatsächlich gibt es mehr. Wir sind nicht nur menschlich. Wir bestehen auch aus Bakterien. Hier ist ein Bakterium. Und auch dieses Bakterium hat genetische Informationen. Wie ihr seht, sieht das ein bisschen anders aus. Ich habe es hier grün gemacht. Und es ist ein bisschen weniger kompliziert. Statt 3 Milliarden Buchstaben hat es nur ungefähr 5 Millionen. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, also diese 3 Milliarden Buchstaben, die uns Menschen definieren, sind doch nur 3 Milliarden Buchstaben für eine Person. Aber in uns ist ja nicht nur ein einzelnes Bakterium, sondern eher Hunderte, vielleicht sogar Tausende. Also ist dieses komplexe Buchstabenensemble, das müssen wir mit Hunderten und Tausenden noch multiplizieren, um die Komplexität, die uns definiert, zu beschreiben. Aber als menschliche Wesen sind wir natürlich auch komplex. Wir haben nicht nur eine menschliche Zelle, sondern auch Lungenzellen, Herzzellen, manche haben auch Hirnzellen. Wenn man das alles zusammenfasst, kriegen wir eine Zahl näher an 40 Milliarden. Billionen. Sorry. Es gibt außerdem natürlich auch verschiedene Typen von Bakterien. Und rein an Zahlen sind das schier mehr als unsere menschlichen Zellen. Und wir haben halt diese 40 Billionen davon.
Because from these 40 trillion human cells that we contain, von den 40 Billionen menschlichen Zellen, die wir haben, sollten wir 8 Millionen nicht betrachten, denn sie enthalten keine genetische Information. Das sind nur noch rote Blutkörperchen, nur noch Hämoglobin, sonst keine genetische Information mehr. Und noch ein letzter mathematischer Trick, um die Komplexität zu verstehen. Wir müssen die Summe über all diese Bakterien nehmen. Also alle davon, die in uns leben, mit all ihrer genetischen Komplexität, und das ist das menschliche Mikrobiom. Es ist ziemlich egal, wie man diese Zahlen wälzt, es ist komplex. Und das zu verstehen, erfordert sehr viel Denkzeit. Also wenn wir diese ganze Mathe zur Seite legen, ist das menschliche Mikrobiom alle Bakterien, die in uns leben. Und auch wenn ihr eher über euch mehr als Roboter nachdenkt, auch auf sehr sterilen Flächen, auf Metallflächen leben Bakterien. Also haben auch Roboter ein Mikrobiom. Aber lasst uns hier nur auf das menschliche Mikrobiom fokussieren. Und ich spreche hier nur von Bakterien, die in uns leben. Und es ist aber natürlich nicht ganz wahr, denn natürlich leben auch Bakterien auf uns. Und wir finden sie auch auf der Haut, wir finden sie im Mund. Wir finden sie durchaus auch in unserer Lunge, an unserer Wirbelsäule. Ist es möglich, dass das die Art und Weise, wie wir denken, beeinflusst, wenn sie an der Wirbelsäule sind? Die meisten Bakterien aber haben wir in unserem Verdauungstrakt. Im Bauch, im Magen, im Darm. Das ist sehr gut so. Das macht sie nämlich sehr einfach zugänglich. Und so können wir sehr häufig zugreifen, da wir sie meistens in der Toilette einfach wegspülen. Es ist auch ziemlich egal, ob ihr euch die Toilette anseht oder andere Orte. Diese Bakterien innerhalb des Mikrobioms sind eine komplizierte Gemeinschaft, extrem breit, extrem verschieden, und für einen Wissenschaftler sind natürlich diverse Umgebungen immer hochgradig interessant und inspirierend. Wir sind nicht ängstlich vor etwas Neuem, wir können da immer was Neues lernen, mit offenem Geist auf Diversität. Und diese Bakterien sind so verschieden, weil sie hochgradig adaptiert sind. In der Evolution sind sie sehr auf verschiedene Nischen adaptiert worden und sind damit sehr verschieden voneinander. Und diese Verschiedenheit innerhalb des menschlichen Mikrobioms möchte ich hier abbilden. Etwa dieses Blaue hat so Flagellen, um sich vorwärts zu bewegen. Dann haben wir so Lilane, die eher spiralenförmig sind, was Elliptisches, was Rot. Und dann eher was Kugeliges in Orange. Also schon rein von der Optik sehen die sehr verschieden aus, aber es gibt eine Charakteristik, die sie gemeinsam haben. Also wir nennen sie nämlich alle Micro. Das heißt, sie sind ungefähr ein Mikrometer groß, ungefähr 10 hoch minus 6 Meter. Also ein Millionstel von einem Meter. Das ist ziemlich klein. Manche sind eher so bei einem, andere eher bei fünf. Und das macht sie zu Mikroben. Aber trotz dieser gemeinsamen Größe und dieser verschiedenen Morphologien, der verschiedenen Gestalten, können wir versuchen, unter denen Gruppen zu etablieren. Wie wir sehen, sind der rote und der orangene sich ziemlich ähnlich. Sie sind sich also wohl evolutionär auch am ähnlichsten. Und die zusammen sind wohl eher zu der Spirale verwandt als zu dem Bakterium mit den Flagellen. Und alle davon haben natürlich einen gemeinsamen Ursprung, der gemeinsame Vorfahre von all diesen Bakterien, das erste Bakterium.
of course is the source of this entire diversity. Und dieser Ursprung ist natürlich die Quelle von all dieser Diversität, die innerhalb von uns lebt. Aber hier ist ein Konzept in Biologie, das ihr dafür kennen müsst, nämlich Form folgt in der Regel Form folgt der Funktion. Jede Struktur ist intim verwoben mit der Funktion in der Biologie. Also wird die Spiralform des Bakteriums für dieses Bakterium auch nützlich sein. Und auch für dieses blaue Bakterium ist die Form wichtig. Also wie funktionieren sie? Und um das zu verstehen, habt ihr schon ungefähr, also wenn ihr es bis hierhin verstanden habt, habt ihr schon ungefähr ein Drittel meines Vortrags verstanden. Also lasst uns das genießen. The ability to breathe air, to live from air, differs between these bacteria. Okay, so only für diese Bakterien etwa unterscheiden sich, dass sie von Sauerstoff leben können. Nur zwei von vier können hier von diesem Sauerstoff leben. Während die, die sich in unserem Bauch befinden, durchaus auch ohne Sauerstoff leben können oder für manche Sauerstoff sogar giftig ist. Und manche benutzen den Sauerstoff halt für ihren Metabolismus, genau wie wir für ihr Leben. Wie sonst sind wir als Menschen vielleicht verschieden voneinander? Wenn es um Ernährung geht, gibt es manche VeganerInnen im Publikum? Da könnte man jetzt argumentieren, dass sie noch keine verschiedene Spezies sind. Aber alleine mit Ernährungsgewohnheiten kommen schon Unterschiede. Und dann gibt es welche, die Chunk mögen. Okay, nee, doch nicht. Wir haben halt Vorlieben in Form von Ernährungsgewohnheiten. Manche Bakterien können, und bei Bakterien ist es so, dass manche Bakterien Zucker produzieren können und manche halt nicht. Manche langkettige, manche kurze Fettsäuren und manche können das nicht. Und darauf basierend können wir auch wieder Kategorien fest definieren und eine Ähnlichkeitsmatrix. Eine Gruppe von Bakterien und noch eine andere Gruppe von Bakterien und alle sind sie irgendwie verschieden voneinander. Interdependencies. Aber auch mit diesen Verschiedenheiten kommen Abhängigkeiten. Verschiedene Modi, wie diese Bakterien miteinander interagieren müssen und voneinander abhängen. Und diese ganze Diversität bedeutet, dass ich verschiedene InteraktionspartnerInnen habe, mit denen ich verschiedene Vorteile gewinnen kann. Wir könnten also im Allgemeinen die Hypothese entwickeln, dass sie alle miteinander interagieren. Wir haben ein ungefähres Verstehen davon, wie Bakterien miteinander agieren, aber für jedes Paar von Bakterien ist es schwer herauszufragen, wie die miteinander interagieren. Also gibt es da viele Fragezeichen und viele offene Fragen. Aber so im Allgemeinen können wir dominierende Prinzipien finden, wie diese Abhängigkeiten funktionieren. Wenn wir also etwa Bakterien uns ansehen, die unsere Eiscreme prozessieren können, und auf der anderen Seite die Bakterien, die Sushi prozessieren können, dann können die anderen das vielleicht nicht. Und während wir das Sushi verarbeiten, wird das eine Bakterium kleine Moleküle produzieren, die anderen für ihren Stoffwechsel brauchen. Und das wird hier abgebildet als Zahnräder. Denn die bilden sehr gut das Konzept ab, dass Maschinen so in Bewegung gebracht werden können oder innerhalb der Maschine etwas anderes in Bewegung setzen können. Und diese Eingabe-Ausgabe-Verhältnis, was wir in Bakterien finden, hilft uns auch konzeptuell, diese Phänomene zu verstehen, sodass wir Bakterien als sehr technische Geräte verstehen können, etwa als Prozesseinheiten. Wenn man also eine dieser Prozesseinheiten sich ansieht, die eine Einheit von Sushi kriegt, dann gibt sie aus eine Einheit Zahnrad. Und wenn wir jetzt aber ein Typ Bakterium haben, was aus einer Einheit Sushi zwei Einheiten Zahnrad macht. However, this property, this
memory function does not last infinitely long. Diese Gedächtnisfunktion dauert aber nicht unendlich lange an. Das heißt, wenn wir lange genug warten und wir dieses Bakterium mit 3 Einheiten Sushi füttern, dann produziert es 3 Zahnrädchen. Und das ist ziemlich toll. Denn das heißt, dass wir es auf 0 zurücksetzen können und es ist immer noch empfindlich auf unterschiedliche Mengen Sushi. So. Stellt euch vor, wir könnten diese Input-Output-Funktion so verändern können. Das wäre auf Dauer sehr ungesund. Sie wären also auf sehr große Mengen Input sensitiv und sie würden nicht in der Lage, das angemessen zu verstoffwechseln. In Realität sind das natürlich Aminosäuren und nicht Sushi. Und das ist also sehr gut verstanden mittlerweile. Und ich habe das im Zuge meiner Bachelorarbeit veröffentlicht im Journal of Unsolved Questions. Das heißt, dort können wir kleine Beiträge zu diesem Feld leisten. Also dieses Wiedererfrischen der Gedanken verändert sich zeitabhängig. Sie wachsen, sie sterben ab, während wir hier sitzen, atmen und diesem Talk zuhören. Und wir können aus diesem dynamischen Verhalten können wir auch allgemeingültige Prinzipien erstellen. Wir können uns jetzt also das Verhalten dieser Bakterien aus Funktion der Zeit anschauen. Es gibt immer Bakterien, die einfach aussterben mit der Zeit. Das andere Extremum ist Bakterien, die einfach immer weiter wachsen. Also sie dominieren die Bakterienkultur vollkommen. So it just increases the amount with time. That's also sie wachsen mit der Zeit immer weiter. Dann gibt es auch einige intermediäre Phänomene, so zum Beispiel. Also sie können mit der Zeit einfach fluktuieren. Manchmal können wir sie vielleicht sogar gar nicht messen. Es ist aber meistens ungefähr stabil und bleibt ungefähr auf demselben Niveau. Das ist also so eine Art Stabilitätsfunktion. Es ist also sehr robust, dadurch, dass es eben immer leicht fluktuiert. Und dann gibt es noch eine letzte Funktion, die ihr sicherlich schon in den Kids Corners gesehen habe, und das nennt sich Resilienz. Das heißt, wenn wir dieses Bakterium versuchen wegzuschieben, also zu eliminieren, zum Beispiel weil ein anderes Bakterium gerade übernimmt, dann verschwindet es für kurze Zeit. Das heißt, es bleibt ruhig, es ruht sich ein bisschen aus, atmet tief ein und dann wächst es aber wieder. Und das ist auch eine Art Gedächtnis, denn es erinnert sich ja daran, wo es herkam. Das ist also eine Art, auch starken Störungen zu widerstehen. Also das heißt, du wirst aus dem Sandkasten geschubst, dann gehst du hin und weinst beim Papa, aber gehst einfach wieder zurück und spielst weiter. Und so ist es bei den Bakterien auch. Was hier aber noch wichtig ist, wenn wir nun am Ende unseres Experimentes nochmal draufschauen, wie viel von den Bakterien übrig ist. Das heißt, meistens ist es einfach eine relative Menge, ein relativer Vergleich. Das ist schwer, sie absolut zu zählen. Werden wir sehen, wir haben sehr viele von den violetten und wir haben sehr wenige von orangenen Bakterien. Und das sind also Verhältnisse zueinander. Und das macht es dadurch zum Beispiel auch schwierig, dass die Bakterien von verschiedenen Individuen zu vergleichen, also zum Beispiel meine und eure. Und welche Technologien haben wir nun, um diese Bakterien zum Beispiel erstmal zu identifizieren und zu zählen, wie viele von welchen wir haben? Welche Techniken haben wir dazu? Das ist die nächste Frage, die wir beantworten wollen. Ich hatte euch ja schon gesagt, wo wir eine gute Quelle des humanen Mikrobioms finden, das ist die Toilette. Also, was wir eigentlich den ganzen Tag machen, ist, wir isolieren Kot, zum Beispiel von Mäusen oder auch von Menschen. Dann isolieren wir daraus Bakterien und wir kultivieren sie in einer Petrischale. Also, seht ihr zum Beispiel, in dieser Petrischale befindet sich ein Wachstumsmedium, das ist also quasi das Sushi für die Bakterien. Und zu wissen, ob das jetzt das orangene oder das violette Bakterium ist, müssen wir verschiedene Bedingungen durchtesten.
Wir möchten also wissen, ob dieses Bakterium in Gegenwart bestimmter Substanzen wächst. Dann exponieren wir das Bakterium gegenüber dieser Substanzen, isolieren wir sie also aus dem Kot und lassen sie auf verschiedenen Petrischalen unter verschiedenen Bedingungen wachsen. Zum Beispiel auf Platten, wo es Sauerstoff gibt, aber keinen Zucker oder Sauerstoff mit Zucker und so weiter. Da gibt es eben verschiedene Varianten. Das heißt, wir sehen zum Beispiel, wenn wir weder Sauerstoff noch Zucker haben, dann wachsen nur wenige Bakterien. Aber wenn zum Beispiel kein Sauerstoff, aber Zucker ist, dann wachsen mehr Bakterien. Wir können also sehen, welche Bakterien bevorzugt mit Zucker und welche bevorzugt mit Sauerstoff wachsen. Dann werden wir sehen, also vermutlich wird eben dann das orangene Bakterium vorhanden sein in diesem Kot. Es gibt aber zwei Probleme. Erstens ist das nicht so einfach. Meistens reicht es nicht aus, einfach nur zwei Bedingungen zu testen. Und diese Matrix ist in Wahrheit also viel komplizierter. Aber selbst diese Matrix würde nicht reichen, da es einfach keine eindeutige Zuordnung dieser Bedingungen gibt. Und außerdem ist das kein Schwarz-Weiß-Bild. Also wächst dieses Bakterium wirklich überhaupt nicht, wenn kein Zucker da ist. Wir brauchen also wahrscheinlich kompliziertere Techniken. Und das heißt, wir müssen zurückgehen zur genetischen Information. Wir öffnen diese Bakterien und schauen uns ihre genetische Information an. Wir verwenden hierzu eine Technologie, die nennt sich Shotgun Sequencing. Das heißt, wir fragmentieren diese genetischen Informationen in kleine Stücke, wie zum Beispiel man eben etwas zerschießt, wenn man mit einer Kugel darauf schießt. Dann lesen wir diese verschiedenen Fragmente aus und puzzeln sie wieder zusammen. Und sobald wir die gesamte Sequenz haben, zusammengestellt haben, dann müssen wir schauen, sieht das jetzt aus wie ein ursprüngliches Bakterium oder ein anderes? Dann müssen wir das matchen. Das ist natürlich auch keine triviale Aufgabe, denn man muss sich auch über die Bezugssequenz im Klaren sein, aber immerhin funktioniert es. Das heißt, wir können also vorhersagen, gut, das, was wir sequenziert haben, ist vermutlich ein grünes Bakterium. Natürlich können wir aber nicht nur sagen, das ist das grüne Bakterium, sondern wir haben auch die ganzen Zahnrädchen gefunden. Wir können also nach Funktionen des Bakteriums schauen. Wir können auch die ganzen Produktionsketten, zum Beispiel die Sushi-Produktionskette, anschauen. Natürlich funktioniert das nicht nur, wird dazu nicht nur die genetische Information eines Bakteriums verwendet, sondern sehr viele Bakterien. Das heißt, wir haben es mit einem Assembly von Genomen zu tun, also das Metagenom. Und wenn wir uns diese Daten anschauen, dann sieht es ungefähr so aus. Es ist also eine dünn besiedelte Matrix. Also jede Probe, die wir sequenziert haben, also jede Kot-Stuhlprobe, dann bekommen wir meistens ein NA, also not available, das heißt, wir konnten nichts detektieren. Diese genetische Information war also nicht vorhanden oder sie war nicht detektierbar. Und diese dünn besiedelte Matrix ist sehr schwer zu interpretieren und wir brauchen sehr gute Modelle, um die Falschpositiven von den richtig Positiven zu trennen, und das Gleiche gilt für die Negativen. Und das heißt, das bringt uns weiter zu weiteren Fragen. Wenn wir zum Beispiel also in der Rückenmarksflüssigkeit die Sequenz eines bestimmten Bakteriums finden, heißt das, dass dieses Bakterium dort auch angesiedelt ist? Nein, das ist nur ein Hinweis. Es könnte auch ein falsch positives Ergebnis sein. Und das wird in der wissenschaftlichen Community sehr eifrig diskutiert. Das heißt, um noch festzustellen, ob bestimmte Bakterien sich wirklich dort angesiedelt sind, müssen wir uns also ein sehr einfaches Habitat anschauen. Und ein Beispiel dafür ist Fettleibigkeit.
Wir nehmen also Stuhlproben von schlanken und fettleibigen Patienten. Und das heißt, und dann wenden wir die Methoden dann, die ich euch vorgestellt habe. Wir sequenzieren also und schauen uns die Bakterien an, die wir in ihren Stuhlproben finden. Und dann sehen wir zum Beispiel, aha, das orangene Bakterium finden wir häufiger bei schlanken Menschen. Und das violette Bakterium finden wir häufiger in fettleibigen Patienten. Das ist aber es ist die Frage aber natürlich, ob sie sich gegenseitig sozusagen verdrängen, die Bakterien. Also macht uns die Präsenz eines Bakteriums schlank oder fettleibig. Natürlich können wir daraufhin auch die Sequenzen der gesamten Bakterien sequenzieren. Und dann haben wir eine n-dimensionale Feature-Matrix. Wir können die Dimensionen dann reduzieren und uns überlegen, ob wir wirklich die Schlanken von den fettleibigen Patienten trennen können. Und dann könnte man natürlich sagen, gut, wir können uns also fragen, welche Bakterien machen uns schlank und welche Bakterien machen uns fettleibig. Und dann finden wir vielleicht einige Bakterien, die eben zu einem oder zum anderen beitragen. Und wir können das Körpergewicht als Funktion der Menge des gefundenen Bakteriums auftragen. Und wie ihr schon gelernt habt, werden die meisten Einträge gleich null sein, da man sie nicht detektieren kann. Man könnte aber sagen, dass man auf jeden Fall eine negative Korrelation zwischen dem Körpergewicht und der Anwesenheit dieses bestimmten Bakteriums feststellen kann. Also vielleicht ist es ein Bakterium, das man gerne haben möchte. Selbstverständlich kann man auch hier komplizierte Verfahren anwenden. Das ist also nur ein sehr einfacher Ansatz. Man könnte zum Beispiel ein Maschinenlernen anwenden, Maschinenlernverfahren oder... Aber am Ende ist natürlich, es ist vielleicht dem Patienten nicht so wichtig, wo diese Information herkommt, aber es gibt uns natürlich Hinweise darauf, was man alles für Techniken anwenden kann. Denn das Ziel ist, wir wollen Bakterien haben, sodass wir also rational eingreifen können und die Gesundheit oder den Menschen es ermöglichen können, schlanker zu werden oder schlank zu sein. Und also was können wir dafür tun? Und wenn man im Moment mal in die Medien schaut, dann gibt es da einen ziemlichen Hype im Moment. Und wenn etwas gehypt wird, dann fragen wir uns natürlich, warum? Why? Warum ist das relevant? Ist es, wenn wir Bakterien in uns haben, die uns schlanker oder schlauer oder schneller machen, dann denken wir natürlich an Selbstoptimierung und es ist sehr leicht zu versuchen, sich selbst zu optimieren. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, in die Medien schauen, dann steht da, dass Bakterien eben auf unser Essverhalten, unser Fitness, unsere Infektanfälligkeit, Krebs oder Alterungsprozesse einwirken. Ich habe euch hier ein Zitat mitgebracht von einem israelischen Journalisten. Ich habe gestern einen hoch angesehenen Wissenschaftler der Computational Biologie interviewt, der mir gesagt hat, dass fettleibige Menschen doch am besten den Kot schlanker Menschen essen sollten und einfach ihre Darmflora für sie arbeiten lassen wollten. Und wenn ihr in eine Suchmaschine eure Wahl angeht, wie man Kot isst, dann bekommt ihr die entsprechenden Informationen. Aber lasst uns vielleicht erstmal anschauen, was man wirklich machen kann. Natürlich kann man alle möglichen mathematischen Operationen auf euer Mikrobiom loslassen. Ihr habt also vielleicht eine bestimmte Art von Bakterien in eurem Magen-Darm-Trakt und ihr könntet mit Antibiotika einige dieser Bakterien abtöten, aber einige werden das natürlich überleben. Ihr könnt es auch ein wenig gezielter angehen. Ihr könntet Viren schlucken, die Bakterien befallen, Bakteriophagen, und ihr könntet damit nur eine Bakterienart eliminieren und alle anderen würden überleben. Ihr könntet Bakterien auch vermehren. Und das heißt, ihr wolltet ihnen so einen kleinen Anschub verpassen. Ihr könntet dann Probiotika zu euch nehmen. Also das wären sozusagen eben diese Sushi-Bauteilchen, die die Bakterien brauchen, um zu wachsen. Und das heißt, dann könntet ihr gezielt ein Bakterium vermehren.
This is now the option of eating poop, okay, right? It just takes stool samples from. Und natürlich gäbe es eben diese Option, Kot zu konsumieren. Und die Bakterien in diesem Kot würden dann also auch in eurem Darm weiter wachsen und euch zum Beispiel helfen, schlank zu bleiben. Ihr könntet auch Probiotika oder Joghurtsorten konsumieren. Und dann könntet ihr sozusagen Bakterien, die angeblich gut gesund sind, in eurem Darm vermehren. Oder eine Art Impfung euch geben lassen, die unsere Körperzellen dazu bringen sollen, euch etwas Gutes zu tun. Also ihr würdet den Stuhl, den ihr zu euch genommen hattet, sozusagen Hitze inaktivieren. Which will also, I mean, kill most of the bacteria. Das würde einen Großteil der Bakterien auch umbringen, natürlich durch die Hitze. Hätte euch aber auch diesen kleinen dieses kleine Bausteinchen gegeben, damit das euch gesund hält. Es gibt auch die Option zu fasten, dadurch, dass man einfach nur Wasser zu sich nimmt, dass man eben Teile, die man nicht haben möchte, rausspült und Teile, die euch gesund machen, drin bleiben. Und es ist die Frage, ist es überhaupt ratsam, das humane Mikrobiom zu hacken? Ich werde euch nur eine einzige Folie hierzu zeigen und euch ein paar Ratschläge geben. Denn letztendlich müssen wir das alle gemeinsam entscheiden. Die Gesellschaft muss es entscheiden. Ich kann euch nur ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben. Do-it-yourself-Biology is very tempting. Und natürlich ist es einfach sehr verführerisch, Do-it-yourself-Biologie zu betreiben. Aber natürlich ist die genetische Manipulation von Bakterien sehr leicht, vor allem im Zeitalter des CRISPR-Cas. Also quasi mittlerweile ist es sozusagen sehr bekannt und jeder könnte das machen, aber es gibt selbstverständlich Sicherheitsbedenken. Also Bakterien, die in uns oder außerhalb von uns sich befinden, wenn wir die genetisch manipulieren, dann sind das einfach genetisch manipulierte Organismen. Und ich sage nicht, dass das etwas Schlechtes ist. Es ist einfach, aber es ist dennoch so, dass wir auf die Biosicherheit achten müssen. Außerdem haben wir Informationen des humanen Genoms erwähnt. Und das ist also laut in einem deutschen Gesetz ist zum Beispiel sehr gut geschützt. Aber was ist mit unserem Metagenom? Wird das auch durch Gesetze geschützt? Und die ganzen Technologien sind, wie gesagt, schon Jahrzehnte alt. Aber wir müssen diese Debatte weiterführen. Was machen wir? Wie speichern wir diese Daten? Wie verschlüsseln wir diese Daten? Das wurde noch nie diskutiert. Und jetzt ist die Zeit, darüber zu sprechen. Was ist mit Patenten auf Gensequenzen? Wir können unser eigenes Genom nicht patentieren, aber was ist mit dem Genom der Bakterien in uns? Darüber sollten wir nachdenken. Was, wenn nur ich die Sequenz der Bakterien in mir kenne, aber andere Leute nicht, muss ich das dann oder sollte ich diese Information teilen? Das heißt also, kurz gesagt, was wir daraus lernen, ist, es gibt das humane Mikrobiom beinhaltet ein sehr, sehr großes Potenzial. Aber wir können es nur nutzen, indem wir Informationen austauschen, miteinander sprechen und uns dann bewusst entscheiden, ob und wenn ja, wie wir das humane Mikrobiom hacken. Und bevor ich die letzte Folie zeige, möchte ich natürlich denjenigen danken, die zum Beispiel meine Reisekosten bezahlt haben und es mir ermöglicht haben, hier zu sprechen. Das ist der beste Kongress, auf dem ich jemals war. Das ist ein toller Ort, um Wissenschaft zu betreiben. Es ist alles sehr offen. Und kommt vorbei, sprecht mit mir. Let's end by refreshing memories. Und jetzt frischen wir also auch zum Schluss nochmal unsere Erinnerungen auf.
Also wir wissen, dass das humane Mikrobiom ein ganz komplexes Ensemble von Bakterien ist und dass die Wechselwirkungen und ihre Abhängigkeiten voneinander sind keinesfalls intuitiv. Und wir untersuchen diese Mechanismen, sie zu regulieren durch das Hacken, indem wir damit interferieren, damit wechselwirken unter kontrollierten Bedingungen. Und es gibt außerdem immer wieder Individuen, die versuchen, die Technologie zu monopolisieren und auch das Wissen und Daten. Und dadurch gefährden sie die freie Wissenschaft und die offene Wissenschaft. Und dadurch wird leider das Hacken des humanen Mikrobioms auch bedroht. Und vielen Dank. Thanks for the excellent talk. We now have about 5 minutes for questions. You know the drill. Line up the microphones and please keep it short. Wir haben jetzt ungefähr 5 Minuten Zeit für Fragen. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Genau, Mikrofon Nummer 2, bitte. Danke für deinen Talk. Ich wollte dich fragen, ob du uns Beispiele für therapeutische Ansätze geben könntest mit Bakterien, die vielleicht jetzt schon benutzt werden. There's a huge variety of what has already been done, so we just now understood that there's for instance some bacteria schon gemacht wurden. Cancer drugs. Wir kennen Bakterien, die dazu hergestellt wurden, Krebsmedikamente herzustellen. Cancer treatment is like there is antibiotics being given to eradicate basically the bacteria that could metabolize the cancer drug. Zum Beispiel Antibiotika and, gegeben, um bestimmte Bakterien auszurotten. Will not be affected anymore. So this is where like the eradication of some bacterial species benefits the cancer treatment. Wir wissen, dass die Ausrottung von einigen bestimmten Bakterienarten hilft bei den Krebsbehandlungen. More conventional in Germany, the legal situation is a bit more constrained, let's say. Deutschland ist so all these things die rechtliche Bewertung da deutlich mehr eingeschränkt. Da wird weniger gemacht. Aber ich würde damit rechnen, dass es in den kommenden Jahren deutlich mehr durchgeführt wird. Apart from this, there are small clinical trials in terms of research studies where this has been done, but again, it's a very wide field and I think it's just yet to start. Das ist ein ganz weites Feld und wir werden da noch viel sehen. It's a simple question. Mikrofon Nummer 4, bitte. Ich habe eine sehr leichte Frage. Also es ist ja schwer, an wirklich ehrliche Informationen zu kommen. In Zeiten des Fake News, wo sollte ich mich tatsächlich informieren zum Mikrobiom? Das ist eine gute Frage. I think the best source of information is actually the origin where it's generated. So talk to the scientists. That's why I put this hashtag SciComm there. Science communication. Mit Wissenschaftlern. Deshalb habe ich diesen Hashtag. Redet mit Wissenschaftlern. They are good scientists. They are not the best people to communicate, but that's something we Wissenschaftler sind oft learn, nicht die right? besten so Leute im Reden, really aber sie sind wahnsinnig hilfreich. Duty, und ich glaube, unter uns Wissenschaftlern ist es unsere Pflicht, daran zu arbeiten und mehr mit den Menschen zu reden und ihnen möglichst viele Informationen zur Verfügung zu stellen. Thank you. Thank you. Number one, please. Mikrofon 1, bitte. Du hast eine Verbindung zwischen Fettleibigkeit und dem Mikrobiom hergestellt. Woher weißt du, dass du nicht Kausalität und Korrelation oder Kausalität verwechselst? Das ist ein absolut berechtigter Punkt. There were some bacteria which were associated with weight gain, for instance. Es gibt ja einige Bakterien, die ich in Verbindung gebracht habe mit Gewichtszunahme. Basically, the weight gain is reduced, and then you can basically also turn it around and say, okay, if I now, wir gucken natürlich, ob wir den Effekt auch umdrehen können. Food restriction in men or in mice. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur bestimmte Nahrungsmittel zuführe, kann ich gucken, ob der Effekt auch auftritt. Ich bereits bei Fettleibigkeit erwähnt habe, es ist nicht nur, dass wir Bakterien identifizieren, sondern wir gucken, welche Stoffe diese Bakterien herstellen, ob das hilft, Gewicht zu halten oder so zu reduzieren.
We have very solid evidence on, wir haben gerade bei diesem Beispiel sehr solide Hinweise. Usually scientists report very modestly. They say, okay, we have a certain da muss ich natürlich auch sagen, dass Wissenschaftler immer sich sehr zurückhaltend äußern. Und wir wissen halt, wann immer etwas in den öffentlichen großen Medien auftaucht, dann kommen halt die großen Schlagzeilen. Deshalb sind Wissenschaftler immer sehr vorsichtig. In diesem Fall haben wir aber ein sehr solides Verstehen. Eine letzte Frage von Nummer 3, bitte. Es geht in eine ähnliche Richtung wie die letzte Frage. Wie ist denn die Beziehung zwischen dem Mikrobiom und Polygenic Scores? Vor kurzem wurde publiziert, dass sehr viele Gene verantwortlich sind dafür. Ich würde das total gerne ausführen, aber die Zeit wird dafür nicht ausreichen. Deshalb sprich mich bitte gleich nochmal an. Thank you, speaker again, please. Danke an unseren Sprecher. Dank bitte nochmal unserem Redner.